Also ich mag, dass der Zar eine ganz interessante Figur ist. Er hat alles und er sucht nach Lust, nach Lebenslust. Aber was wir entdecken, dass er hat auch so eine dunklere Seite. Es gibt auch so Hinweise, dass er mitbekommt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Dann später ist das wirklich so ein Katz-und-Maus-Spiel und wir wechseln immer wieder die Rollen auch. Ich glaube für uns alle oder ich glaube auch fürs Publikum macht das viel interessanter. Es gibt diese wirklich schönen Melodien, aber es gibt auch wirklich viel Text. Die Bühnenbewegung, das Text, die Musik kommt alles zusammen irgendwie. Und ich frage mich, wie schaffen wir das? Aber soweit ist das noch einfach, Gott sei Dank. Also als Darstellerin versuche ich immer, die Entwicklung eines Charakters zu finden. Und bei der Kluge ist das eine kleine Herausforderung, weil mit diesen so typischen Märchenfiguren ja, sind die ein bisschen zweidimensionaler. Weil du mir sie, weil du mir sie, weil du mir sie küssen willst. Zum Glück hat Keith Warner diese Idee gehabt, dass wir als Referenz für die Kluge die Greta Thunberg benutzen dürfen, weil sie diese tolle Entwicklung gemacht hat. Sie hat ihre Klugheit benutzt, um die Welt zu verbessern. Also die Kluge ist ein unerfahrenes Kind, das sich gerade von den Seilen ihres Vaters befreit hat. Damit entdeckt sie, wie die Welt eigentlich ist. Das ist für mich so das Kern des Stückes. Nichts ist so einfach, wie es aussieht. An das Recht zu appellieren, wollen wir hier musizieren, ist der König Die Musik von Orff scheint sehr einfach zu sein, so wie die Geschichte, aber der mag nie was wirklich erwartet ist. Der hat seine eigene Welt gemacht. Und am Anfang muss man wirklich so lernen, in dieser Welt reinzukommen. Dann eigentlich kann man mitspielen sozusagen und die Charakter so in die Töne finden, was ich so ganz besonders finde.